Neulich wurde ich nach einem Vortrag gefragt, Maxim, was bedeutet es für dich, glücklich zu sein? Oder was bedeutet Erfolg für dich? Und dann habe ich relativ schnell geantwortet, Erfolg bedeutet für mich Freiheit. Und Freiheit heißt nichts anderes, wie handeln zu können, aber nicht zu müssen. Und das ist der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen, die diese Freiheit haben, und den nicht erfolgreichen Menschen, die die ganze Zeit sich beschweren, warum sie es nicht so haben, wie sie es gerne hätten. Um dir das Ganze zu verdeutlichen, möchte ich dir eine Frage stellen. Was ist dein absolutes Lieblingsgericht? Was ist das, was du am allerliebsten zu dir nimmst als Mahlzeit, als Nahrung? Möglicherweise ein asiatisches Gericht, irgendeine Pasta oder ähnliches. Jetzt würde ich dich auf ein Experiment einladen und dir eine Minestrone beibringen, vorausgesetzt, du hast sie noch nie gekocht. Minestrone ist eine vegetarische Gemüsesuppe aus Italien, die mein Vorbild Leonardo da Vinci am liebsten hatte. Jetzt lernst du, wie diese Minestrone zu machen ist. Frage: Hast du jetzt mehr oder weniger Optionen im Leben? Natürlich würdest du wahrscheinlich sagen, klar, Maxim, mehr, weil jetzt weiß ich auch, wie dieses zusätzliche Gericht funktioniert und wie du das zubereitest. Und genauso ist es im Leben, genauso ist es mit dem Erfolg. Wenn du weißt, wie du dich um deine Gesundheit kümmerst, wenn du weißt, wie du dich um deine Beziehung kümmerst, wenn du weißt, wie du Geld verdienst, wenn du weißt, wie eine harmonische, glückliche Partnerschaft funktioniert, wie du Energie in deinen Körper bekommst. Denn Gesundheit bedeutet ja nicht Abwesenheit von Krankheiten, sondern das ist ein Energielevel, das deinem gerecht wird. Umso mehr Optionen hast du im Leben. Und das ist der Unterschied zwischen den Menschen, die im Leben vorankommen, und all den anderen, die nichts umsetzen, nichts machen, nichts haben und am Ende keine Freiheit haben.